bekommt es auch einen Stern, aber es bringt mir alles nichts, wenn. Und dass sie das so viel Zeit in Anspruch nehmen. Schon das zweite Level, das ich überspringe. Das will ich doch gar nicht. Das ist alles nur wegen den Scheiß. 15 Minuten, wie immer. Na, was geht hier? Ab. Übertreibt es nicht, die Jungs. Was soll denn das? Das ist ganz und gar nicht cool, aber ich mach's. Und ich habe ja auch nicht auf schwer gestellt, die Schwierigkeit. Also, die sollte jetzt schon Mittelmaß sein. Also nicht zu leicht, so wie damals, dass wir die 100 Mario Challenge im leichten Modus gespielt. Keine Sorge, die schwere Challenge werde ich euch auch irgendwann zeigen, aber erst wenn diese dämliche Begrenzung weg ist. Ja, was will ich denn mit dem Pilz? Der hat kein Herz, der Bauer. Ja. Jetzt brauche ich. Ja, jetzt ist er weg. Okay. Die Klugen, beziehungsweise die mehr Glück haben, die. Naja, jetzt habe ich es halt so geschafft. Mario Time. Naja, mir auch egal. Ja, heute ist auch das neue Dragon Ball Spiel, also für euch wohl gestern, denn ich nehme das ja gleich im Anschluss auf, ist das neue Dragon Ball Spiel für 3DS erschienen, habt ihr es euch gekauft? Ich habe es mir bestellt, es ist aber noch nicht angekommen, kommt erst am Montag. Ich liebe ja Dragon Ball. Ja, und nächste Woche kommt dann Triforce Heroes raus. Zelda Triforce Heroes für 3DS. Wird auch ganz cool. Da ist jetzt auch eine Global Test Fire angekündigt. Vielleicht zeige ich euch die auch noch. Da könnt ihr zu bestimmten Seiten online spielen. Checkt mal eure E-Mails ab. Vielleicht habt ihr ja einen Download-Code für die Test Fire per E-Mail bekommen. Ich muss noch schauen, vielleicht mache ich ja auch ein Video dazu. Wenn ich gerade Bock habe. Das ist wieder mal so ein. Nicht wieder mal, das ist eigentlich ein Zelda-Spiel, das mich relativ kalt lässt. So, das Level haben wir gut gemeistert. Ist das ein Sternwert? Weiß ich nicht, das wird mir jetzt auch nicht wirklich in Erinnerung bleiben. Aber es war trotzdem cool. Also, weiter. Also, es war halt der Nachbau von. Ja, ihr wisst schon, stand ja da. Mario Runner. Jumper. Wow, wow, wow. Was geht denn? Wow, das Level gefällt mir jetzt schon. Das gefällt mir. Okay, aber die kommen hier nicht durch. Lol. Okay, die Münzen zeigen mir anscheinend den Weg. Wow, ist das cool. Also das Level, das gefällt mir. Ja, ja, ja. Das ist wunderbar. Jetzt. Oh. Aufpassen sollte man trotzdem. Sonst stirbt man schnell. Genau da hast du mal hinter ich. Dun, 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 dun. Einfach rennen. Es kann eigentlich nicht viel passieren. Und dann halt den Münzen folgen. Einfach laufen. Springen. Springen. Normal nach rechts drehen, ohne zu springen. Da, da, da. So, jetzt einfach aufpassen, da werden gleich welche fliegen. Ja, mach halt. Okay, das war klar. Ja, ja. Ah, ich habe gerade noch im Augenwinkel gesehen, dass der auch noch fliegen wird, aber. Dann bin ich doch noch reingeflogen. Also, ich meinte gesprungen, geflogen, ist gelogen. Ja, ja, ja. So, was gibt's noch für Neuigkeiten? Eigentlich nicht viel Nennenswertes. Ja, wenn ihr euch auf Fast Racing Neo freut, habt ihr vielleicht bemerkt,
Videos zum ersten Teil hochgeladen, dem WiiWare-Spiel Fast Racing League. Die könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr interessiert seid. Also ist es kein Let's Play, sondern da schauen wir uns das Spiel einfach mal an und spielen ein bisschen. Vier Parts hat's, also vier Teile. Einfach ganz gemütlich mal jede Strecke einmal anschauen. Wer will, kann sich's kaufen oder die Demo runterladen von dem Spiel. Und ja. Aber der zweite Teil wird noch geil. Für Wii U dann. Das lassen zumindest die ganzen Trailer und so vermuten. So, 5. Jetzt geht's langsam voran. The Brain Game. Okay, scheiße. Ich habe ja kein Gehirn. Ja, Leute! Boah, was? Wer bin ich? Lol, ich bin dieser... Wie heißt er gleich? Von Dr. Kawashimas Gehirntraining? Nein. Big Brain Academy. Entschuldigung. Lol. Das Spiel war ganz lustig. Das habe ich sogar für Wii. Okay, den gibt's auch als Amiibo, halt als Fragezeichen Pilz. Das Level an sich war jetzt nichts Besonderes. Finde ich. Japanisches Level. Ich zitter jetzt schon. Dun. Geht jetzt aber gut voran, das muss ich sagen. Ja. Schnappe ich mir hier. Komm, Lucky 2. Danke. Ja, haha, das Level geht gut. Also ich benutze immer gern so Glitches. Ich nutze das einfach aus, wenn die Erbauer nicht gut überlegt haben und dann... LOL! Ich bin dieser Otter aus Animal Crossing. Okay. Ja, nehme ich mal einen neuen. Oh, ja komm, gib her. Lucky 2. Nicht so weg. Oh, scheiße. Was soll ich tun? Okay. Na gut. Weil dann, wenn ich einfach die ganzen... Wenn ich das Level so löse, wie es die Leute nicht wollen, die Erbauer, dann müssen die sich wie die echten Entwickler benehmen und eben verhindern, dass man Sachen tun kann, die so nicht gewollt sind. Ihr versteht meinen Gedanken. Und ich find's auch einfach cool, ein bisschen zu cheaten. So NIRP. Oh nee, Scrolling. Meine Freude. Ja, danke! Nein, das ist so ein unfairer Scheiß, wo man nicht wissen kann. Oh, Mann. Wieso kapieren die Leute, dass sowas keinen Spaß macht? Wieso kapieren sie das nicht? Besser gesagt. Ja, Hammer, Bro. Du kannst mich nicht erwischen. So, das kann man nicht hochwerfen. Nein. Ja... Wie hätte ich denn das bekommen sollen? Wie denn? Ah, okay, da hätte man okay, ich verstehe schon. Okay. Ah! Nein! Boah, wie fies. Dun. Ach, scheiße. Ich bin gespannt, wie viele Parts... Ach, jetzt mache ich schon wieder. Das ist zu verlockend. Ich bin gespannt, wie viele Parts das dauern wird, bis ich das vollendet habe. Ich hatte eigentlich mit 2 gehofft, also... dass der Part von gestern, also Freitag und... Ja, jetzt kommt er auch noch hoch. Und der heutige eben dafür verschwendet wird. Aber wie es aussieht, kommt der Sonntagspart auch noch dafür an die Reihe für dieses... Nein, leg ihn hin, bitte. Hey, lol. Ach, man kann den auch einfach so anziehen. Ja, wo ist denn der Scheißblock? Okay, das wusste ich nicht. Wenn man nach unten drückt und so ein Ding in der Hand hat, dann kann man die Helme also so anziehen. Okay.
Das ist ganz nützlich. Auch gut zu wissen. Ja, komm, wo sind wir denn hier? Ich hasse Scrolling-Level. Und auch nur, wenn so unfairer Scheiß dabei ist. Den man gar nicht vorhersehen kann. Also, ich demonstriere es nochmal. Hier, klappt wunderbar. Alter, nervt das Level. Boah, Level soll doch Spaß machen und fordernd sein, aber das ist eine Qual. Ja. Dun, 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 dun. Aber echt. Ja, mal Bro, du kannst mich nicht erwischen. Aber wie es aussieht. Nein, du Vollidiot! Was machst du denn? Ich hasse diese Scheißsteuerung, Mann. Man muss punktgenau A drücken, wenn man da aufkommt. Ja, toll. Komm. Nein, nicht kommentieren. Neustart. Boah, ich kommentiere dir gleich die übelsten Schimpfwörter hierhin. Ja, punktgenau. Ich bekomme das mit den blöden Trampolinen nie her. Dass der dann hochspringt. Und habt ihr eben gesehen, es hat dauernd geklappt, nur dann, wo es klappen sollte, dann hat es nicht geklappt. Das ist typisch, typisch. Boah. Naja, man kann nichts ändern. Ja, du musst gar nicht die Dinger da verschwenden, du wirst mich nicht treffen. Das ist Fakt. Da, so meine ich, so hoch soll der jetzt springen. Ja, nein. Okay, 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 okay. Nicht aufregen. Bluthochdruck. Ja, ja. So, ziemlicher Schlingel, ey. Level 8, Halbzeit. Bowser's Trial by Fire. Okay, ich habe Angst. Okay, kein Scrolling-Level. Das ist ja schon mal... Wie... Zum... Ah, Epic Fail! Nein, nee, jetzt ernsthaft, das ist ja echt der Fail des Jahrhunderts. Na okay, das noch nicht, aber... Ja! Oh nein, Achterbahn! Bitte! Ja! Ach okay, der Vollidiot hat sich umgebracht. Der hat's richtig gemacht. Oh. Da kommt dieser... Okay, das Level scheint ziemlich leicht zu sein. Und auch... Naja. Geschafft ist geschafft. Mario Number One! Sag ich doch. Level beendet. Ja, ja, wir sind cool. Bam, 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 bam. Dun, dun, dun. Hanna, Hanna. Okay, Mario Bros. Style. Mario Bros. U Style, meine ich, natürlich. New Super Mario Bros. U, wenn ihr es genau wissen wollt. So, jetzt zufrieden. Okay, wer sucht, der findet. Das ist. Ach so, da ist eine Plattform. Ich bin auch. Aha, hallo. So. Alle werden bomb. Was war denn das für ein Level? Verstehe ich nicht. Nee, das verstehe ich nicht. Dann, dann, dann. Okay. Ach du Heiliger. Da kommt alles Mögliche angesprungen. Ja, ich würde mich über den Stern übrigens freuen. Ah, ja, komm, wie kann man den verpassen? Weiß ich nochmal. Da hat jemand einfach ohne Plan ein Level erstellt. Ah.
Da kommt sowas bei raus.